Und wie ihr dieses coole Bad einrichtet, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und zwar starte ich mit dem Waschbecken. Das Waschbecken ist ganz einfach gebaut. Ihr braucht einen Kessel, einen Cauldron. Nehmt einen Wassereimer, setzt dann dort Wasser rein, denn euer Waschbecken soll ja sicher auch mit Wasser gefüllt sein. Dann nehmt ihr ein Itemframe, platziert dort einen Glaspane drin. Und um das Handtuch zu setzen, benutzt ihr den 1.8 Banner, also der in 1.8 hinzugefügt wurde. Setzt den an den Kessel und baut den Block dann zu, dass das Handtuch quasi so halb im Boden ist. Und das bewegt sich cool im Wind, was ich eigentlich ziemlich schön aussehend finde. Und das war schon das Waschbecken. Weiter geht es mit der Toilette. Die Toilette wird gebaut, indem ihr einen Hopper platziert, was ich sehr cool finde, da das wie ein Abflussrohr aussieht. Dann nehmt ihr eine Metallfalltür und einen Hebel, um die zu öffnen und zu schließen. Das kann man auch so als Spülung sehen. Dann setzt ihr einen Button, egal ob hier oder hier, ich benutze es oft hier. Setzt einen Itemframe und in den Itemframe klickt ihr dann mit einem Wallblock. Dann sieht das aus, als wenn dieser Wallblock auf dem Knopf hängt. Und ja, das sieht dann aus wie Toilettenpapier. Und das war auch schon das kleine Einrichtungsvideo. Die Dusche habe ich jetzt nur eingerichtet mit Glaspanes, mit unterschiedlich farbigen, so als Tür quasi. Aber da kann ich auch irgendwann nochmal einen kleinen Tipp geben, wie man eine Dusche baut. Und wenn euch das Video geholfen hat oder weitergeholfen hat, dann möchte ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr sehen wollt, wie man hier so ein Lagerfeuer baut, was ich jetzt übrigens noch mit Knöpfen auf dem Boden als kleiner Hocker gebaut habe, dann guckt einfach das erste Video der Einrichtungsserie. Findet ihr natürlich in der Playlist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!